Hey und herzlich willkommen zurück zum nächsten Interview. Hochsensibilität wie Reizüberflutung zur Überempfindlichkeit der Haut führen kann. Das ist das Thema des heutigen Interviews und ich freue mich sehr, dass Anne Heinze heute bei uns ist. Anne, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin total gespannt aufs Interview. Klar, danke. Herzlichen Dank für die Einladung, Philipp. Mache ich gerne. Super. Ein Zitat von dir ist, vergiss dich selbst nicht, sonst bist du irgendwann weg. Finde ich super spannend, da werden wir während des Interviews nochmal drauf eingehen. Und ja, wir werden heute mit dir darüber oder wir werden heute mit dir über die Begabung zu besonderen Wahrnehmungen sprechen. Wahrnehmungen, die zu Reizüberflutungen führen können und damit eben auch zu Überempfindlichkeit der Haut führen können. Anne ist Autorin, sie ist Therapeutin, sie ist Coach für außergewöhnliche Menschen. Ja, sie ist Expertin auf den Gebieten der Hochsensitivität, schwieriges Wort, Hochsensibilität, Hochbegabung und ja auch für vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Man könnte sagen, ihr Herz schlägt für alle Menschen, die viel vom Leben wollen, die mehr fühlen, die tiefer wahrnehmen und vielleicht auch ein bisschen damit Probleme haben, weil das hat natürlich nicht nur seine positiven Seiten, sondern das kann natürlich auch zu Problemen führen, da werden wir im Interview darauf eingehen. Ja, Anne ist Expertin für Umbrüche, für Neuanfänge, mehrfach hat sie ganz von vorne angefangen, privat und beruflich und jedes Mal wieder viel davon gelernt. Vor allem eben, welche Kraft sich entwickeln kann, wenn man es wirklich will. Wir werden also heute über ganz spezielle Themen sprechen. Es geht um, wie gesagt, Hochsensibilität, um Hochsensitivität. Jetzt bekomme ich Sinn, das Wort. Also um spezielle Begabungen und Wahrnehmungen. Das heißt, wir wollen auch klären, welche Auswirkungen diese sehr offenen Wahrnehmungskanäle, wie wir sie eben oft vorfinden, bei Menschen, die unter Hautproblemen leiden, die unter Neurodermitis leiden, Psoriasis, Akne, was auch immer, wo wir es eben sehr oft vorfinden, genau bei diesen Menschen. Deswegen gleich mal so zum Einstieg, wie bist du denn auf diese Themen gekommen? Hängt es vielleicht auch ein bisschen mit deiner Lebensgeschichte zusammen und was begeistert dich daran? Ja, drauf gekommen bin ich erstmal über meine Klienten. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Menschen, mit denen ich am allerliebsten arbeite, die mir am sympathischsten sind, wo es die spannendsten Sitzungen gibt, aber auch die größten Probleme, die größten Herausforderungen, dass die so eine Gemeinsamkeit hatten. Und das war die Gemeinsamkeit des Viel. Das viel fühlen, viel wahrnehmen, viel denken. Aber auch viel Selbstzweifeln, viel Perfektionismus, viel Kontrolle haben wollen. So dass man also sein Leben sehr sensibel lebt und auch unter sehr vielen sensiblen Einflüssen leidet. Und natürlich, klar, es gibt das Resonanzprinzip, Gleiches und Gleiches zieht sich gerne an. Und deswegen war mir auch irgendwann mal klar, ja, gehört ja natürlich auch zu mir. Und in meiner Familie gibt es Menschen mit diesen Hoch-X-Themen und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich bin als erstes über meine Kinder dann dazu gekommen, mich mit dem Phänomen zu beschäftigen, dann die Klienten und habe gemerkt, so will ich arbeiten. Ich würde gerne mit einem Zitat von dir reinstarten. Eins habe ich ja schon gebracht, da werden wir, glaube ich, später noch drauf eingehen. Jetzt erstmal noch ein anderes. Werde endlich so, wie du gemeint bist. Wozu möchtest du damit motivieren? Warum ist das wichtig? Dahinter steckt die Idee, dass die allermeisten Menschen nicht das tun, wie sie gedacht sind, wie sie gemeint sind, wie ihre Veranlagung ist, wie ihre Potenziale sind, sondern dass sie so leben, wie ihre Umwelt es von ihnen verlangt. Oder wie die Erziehung es ihnen eingetrichtert hat. Oder die Ausbildung, die der Schulweg klar gemacht hat, wie man zu sein hat, wie bestimmte Kommunikationsformen stattzufinden haben, wie bestimmte Interessen angenommen und sozial erwünscht sind. Und andere eben, ach komm, das kannst du nicht machen, kannst du nicht schon wieder dich für irgendwas interessieren, kannst dich doch nicht schon wieder zurückziehen und deinen eigenen Ruhebereich suchen. Alles das ist eben das, was die Menschen erfahren haben, die außergewöhnlich sind, weil sie haben sich sehr lange verleugnen müssen, kleiner gemacht, weniger, also dieses viel kleiner gemacht, um im normalsensiblen Bereich, im normalbegabten Bereich besser leben zu können. 10% aller Menschen gehören zu diesen außergewöhnlichen Menschen und 90% sind anders. Jetzt hast du ja gerade schon diese Hoch-X-Themen angesprochen, die natürlich bei dir und den Themen, mit denen du dich beschäftigst, eine große Rolle spielen.
Was versteht man denn oder was gehört denn überhaupt zu diesen Hoch-X-Themen? Was verbirgt sich dahinter? Na, alle die du schon genannt hast. Hochsensibilität, Hochsensitivität, Hochbegabung und Vielbegabung. Und magst du mal ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet für dich Hochsensibilität, Hochsensitivität, diese Themen? Ja, Hochsensibilität ist die ganz stark ausgeprägte Wahrnehmung über die fünf körperlichen Reize, Sinne, die wir alle kennen, ne? Hören, sehen, riechen, schmecken, spüren, fühlen, tasten, ja. Also das ist, wenn du sehr geschmacksintensiv bist, lichtempfindlich, geräuschempfindlich und einfach da deutlich mehr wahrnimmst als die meisten anderen Menschen in deiner Umgebung. Dazu kommt dann oft auch noch die Hochsensitivität, oft aber nicht immer, nämlich die stark ausgeprägte Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne hinaus. Also das Spüren von Stimmungen im Raum, ob Menschen einander wohlgesonnen sind oder ob sie Knatsch miteinander haben, ob einer aggressiv ist, traurig oder lügt. Also dieses Spüren, ganz stark ausgeprägte Intuition bis hin zur Hellsinnigkeit. Medialität fällt auch in diesen Bereich, ja. Die Hochbegabung ist die kognitive Hochbegabung, wie sie meistens definiert wird. Ein sehr hoher IQ, also über 130. Und die Vielbegabung ist das sind die Begabungsformen, die auch alle definiert sind als Intelligenzformen, aber in einem normalen Intelligenztest nicht gemessen werden. Also zum Beispiel die intrapersonelle Intelligenz, also das, was in mir ist, deutlich wahrzunehmen. Die interpersonelle Intelligenz, das, was zwischen uns ist, wahrzunehmen und was in dir wirksam sein könnte. Und dann haben wir noch die kreative Intelligenz und die naturalistische Intelligenz und die kinästhetische Intelligenz. Es gibt viele Intelligenz, also ich glaube 20 verschiedene beschriebene Intelligenzformen. Wie viele Menschen betrifft das denn ungefähr, diese Themen? Das ist ja wahrscheinlich nicht bei jedem so. Und bei wem ist das vor allem so und wie viel betrifft das? Ungefähr 10%. Und jetzt muss man sich ungefähr vorstellen, dass die Verteilung dieser Intelligenzformen und Begabungsformen, auch die Hochsensibilität zähle ich dazu, die Hochsensitivität, dass das ungefähr 10% sind, dann kommt die große Masse, ja, und dann haben wir auf der anderen Seite die weniger Begabten, das wissen wir alle, was damit gemeint ist, aber es gibt auch die weniger oder fast nicht Sensiblen, das sind die Gefühlsblinden. Das sind die Menschen, die ihre eigenen Gefühle gar nicht erkennen können. Das sind die Menschen, die auch die Gefühle in anderen nicht erkennen können. Die reagieren dann gar nicht drauf und man wundert sich, wieso kommt da keine Resonanz, ja. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn diese Hochsensiblen und Hochsensitiven auf die mit Gefühlsblindheit, Alexithymie heißt der Fachbegriff, treffen, das ist wie wenn Spanier mit Chinesen sich unterhalten wollen. Das passt irgendwie nicht, ne? Oder wird zumindest sehr schwierig. Ja. Worauf beruht das jetzt, diese hohe Wahrnehmungsfähigkeit? Wofür ist man da empfänglich? Alles Mögliche, ne? Wir haben ja die Sinne, habe ich dir gerade aufgezählt, und die hoch stark ausgebildeten Sinne, die Hochhellsinnigkeit, gehört alles dazu. Kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Es gibt Menschen, die sind hochsensibel, aber nicht hochsensitiv. Dann gibt es welche, die sind nur besonders geräuschempfindlich und lichtempfindlich, haben aber mit dem Geschmack oder mit dem Geruchssinn nicht sehr viel an Ausprägung. Das ist so bunt, wie Menschen sind. Ja. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Erscheinungsformen dieser Fähigkeiten darstellen. Vielleicht ja auch etwas an einem Beispiel, was du jetzt zuletzt in deiner Praxis erlebt hast oder an einem Klienten erlebt hast. Ja, nehmen wir mal die Geräuschempfindlichkeit, nehmen wir mal die Geruchsempfindlichkeit, wenn ein solcher Mensch morgens in die U-Bahn steigt. Bei 35 Grad im Schatten. Der kriegt einen Föhn, ja. Das ist für den alles zu viel. Das ist, er will, am liebsten möchte er eine Käseglocke über sich ziehen und sagen, oh, das darf alles nicht an mich ran. Ich möchte es nicht, ich möchte es abschalten können. Ich möchte mich abschotten. Ich hätte gerne so eine Art, ja, Käseglocke oder wie so ein Panzerhemd, Kettenhemd oder sowas, damit das alles nicht so stark an ihn rangeht. Es kann sein, dass er zum Beispiel bei gesellschaftlichen Anlässen mit sehr vielen Menschen sich sehr gerne zurückzieht, sehr gerne am äußeren Rand ist. Der ist oft introvertiert, also der kann sehr, sehr gut allein sein, braucht auch das Alleinsein für sich, um seine Kraftquellen wieder aufzutanken, um wieder zu regenerieren, um wieder mehr Energie zu haben für diese vielfältigen Sinnesreize. Das ist ja, ich meine, wir haben alle die Sinnesreize, ja. Wir haben sie
Nur der Hochsensible kann sie nicht ausblenden. Das ist es. Wir haben alle die Fähigkeit, wenn wir uns zum Beispiel unterhalten, fährt trotzdem draußen ein Auto vorbei, die Vögel zwitschern und mein Hund unterm Tisch schnarcht. Ja? Das nehme ich alles gleichzeitig wahr. Ich habe aber gelernt, das so zu fokussieren, dass es mir nichts ausmacht. Jetzt stell dir aber vor, das hast du noch nicht gelernt. Und alles ist gleichzeitig da. Und neben den Geräuschen ist aber auch das Licht. Da fällt jetzt zum Beispiel die Sonne auf die weiße Wand und blendet so ein kleines bisschen in dem Raum. Hier ist es tierisch warm, weil die Sonne schon eine Weile drauf knallt. Und das alles ist gleichzeitig wahrgenommen. Das kann manchmal zu viel werden. Mhm. Nun ist es an sich ja aber eigentlich keine Krankheit, sondern eigentlich ja eine tolle Begabung, ist ja eigentlich etwas, was man nutzen könnte. Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, und hast du es ja auch gerade schon beschrieben, kann es natürlich zu unangenehmen Auswirkungen führen, zu körperlichen Symptomen führen, also diese Reizüberflutung sozusagen auch negative Aspekte mit sich bringen. Du hast jetzt gerade schon nicht gelernt hat, damit zu leben, ja. Mhm, genau. Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele gebracht. Du kannst gerne noch ein paar mehr Beispiele bringen und auch mal sagen, inwiefern es vielleicht auch zu Überempfindlichkeit der Haut oder zu Hautproblemen führen kann. Ja, nehmen wir den Tastsinn. Der Tastsinn ist natürlich etwas, ein einfaches Beispiel. Das wird jeder Hochsensible, Tasthochsensible kennen. Wenn dein Liebster den Arm um dich legt und hat so seine Hand auf deiner Schulter und streichelt immer an der gleichen Stelle. Kannst du das gerade fühlen? Was ich meine, so an deiner Schulter, wenn einer immer an der gleichen Stelle so hin und her macht oder eben auf der Haut, ja, das kann schon zu viel sein. Irgendwann fühlt sich das an wie so ein Reibeisen. Das ist das eine. Dann die Hochsensiblen haben häufig Probleme mit künstlichen Stoffen auf der Haut. Das fängt an bei Kleidung. Alles, was Plastik ist, bekommt denen nicht. Die möchten gerne Naturstoffe haben. Sie reagieren oft sehr sensibel auf Cremes, Shampoos, Waschmittel, Duftstoffe in all diesen ganzen Körperpflegemitteln, haben eine sehr empfindliche Haut, oft ein anderes Schmerzempfinden. Alles das gehört zu dieser äußeren Grenze des Menschen. Ja? Unsere Haut ist unsere Grenze. Das ist das, was uns erstmal zusammenhält in der körperlichen Form. Und wenn du Probleme hast, dich abzugrenzen, diesen vielen, vielen Eindrücken, diesen Reizen gegenüber, ob die über die fünf körperlichen Sinne oder über die anderen Sinne hinzukommen, dann kann es dazu führen, dass die Haut streikt. Die sagt einfach, das ist mir zu viel, ich kann das nicht verarbeiten. Und reagiert mit unterschiedlichsten Krankheitsformen oder Ausschlägen oder whatever. Ja. Du hast vorhin so schön aufgezählt. Das kommt bei hochsensiblen und hochsensitiven Menschen relativ oft vor, weil sie Probleme damit haben, Nein zu sagen. Sie sind so harmoniebedürftig. Sie versuchen, Konflikten oft aus dem Weg zu gehen. Sie hätten es gerne nett und angenehm in ihrer Umwelt. Und wenn das nicht möglich ist, dann nehmen sie sich eher selber zurück und machen sich selber klein, als dass sie dann lernen, Nein zu sagen. Etwa einem Kollegen gegenüber, der sagt, ach, du bist doch immer so gut und kannst das und das und das, kannst du mir das mal abnehmen? Und dann, anstatt zu sagen, pass mal auf, schieb deine Arbeit nicht auf meinen Schreibtisch, sondern mach sie selber. Ja, gut, ich kann nicht immer, aber doch so nicht sagen. Vielleicht guckt er mich dann nicht mehr an, dann, ach nee, ich mach's halt. Ein Beispiel einfach von der Arbeit. Oder in der Familie sich abzugrenzen. Zu sagen, okay, ich muss nicht bei allen destruktiven Gesprächen dabei sein und überall meinen Senf dazugeben. Ja? Oder wenn es Familientreffen gibt und man weiß schon von vornherein, wie die denn ablaufen werden. Auch mit Menschen wirklich zu sagen, ich möchte diesen Kontakt gar nicht haben, der tut mir nicht gut, der schadet mir sogar. Oft eben sogar körperlich, man wird krank davon. Es gibt so Menschen, die sind so Energiesauger, kennst du, ne? Die saugen dich aus, du bist eine Stunde mit denen zusammen, hast eine Stunde ein Gespräch und hinterher musst dich hinlegen. Weil du sagst, oh, es war jetzt schrecklich, ja. Es war kraftraubend, es war so, dass ich hinterher, wie wenn du einen Stöpsel aus der Badewanne ziehst, ne? Und dann gibt es Begegnungen mit Menschen, da blühst du auf. Da kannst du stundenlang zusammen sein und du hast nie das Gefühl, das ist irgendwie zerstörend oder stört dich nicht. Im Gegenteil, du blühst auf. Das sind die Menschen, von denen man mehr im Leben haben sollte. Mhm, auf jeden Fall.
Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen können, welche Prozesse da auch im Körper ablaufen, ohne jetzt ganz tief in die Biologie einzusteigen. Aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen mehr was dazu sagen, um den Zuschauern zu veranschaulichen, ja, was da eigentlich abläuft, wie es dann dazu kommt, dass dann auch die Haut drauf reagiert. Weil ich glaube, die Beispiele, die waren super, da haben sich jetzt bestimmt viele drin wiedergesehen. Ja, schau mal, ich bin ja eigentlich auf die ganze Geschichte gekommen über die Psychosomatik. Die Zusammenhänge mit Hochsensibilität und Körper und Haut vor allen Dingen. Und der zweite Punkt ist der Verdauungstrakt. Ja. Als Heilpraktikerin habe ich mit Psychosomatik gearbeitet. Ich habe lange mit sterbenskranken, krebskranken Frauen gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass die Haut, die Dünnhäutigkeit der Haut in Korrelation zu der Sensibilität steht und wie ich damit umgehe. Wenn ich permanent mir eine dicke Haut, ein dickes Fell zulegen will, aber es entspricht mir nicht, ne? Es entspricht mir nicht. Ich bin halt so nicht. Dann lebe ich gegen meine Natur und es kostet unfassbar viel Kraft und Energie, diese dicke Haut aufzubauen und aufrecht zu erhalten und sich dann zu schützen, ja. Wenn man aber lernt, dass nicht alles das, was an Reizen auf einen zukommt, da landet, sondern durchfließen kann. Ja? Also hier landet in mir und ich, es ist mir alles zu viel, sondern ich lerne es durchfließen zu lassen. Dann kann das eben führen, dass meine dünnhäutige Haut sagt, ich schaffe das so nicht mehr. Ja? Das ist ein rein psychosomatischer Effekt. Manchmal, ich hatte neulich eine Klientin, die sagte, ich bin auch beim Arzt gewesen und der hat alles durchgecheckt. Ich hab nichts. Ist alles in Ordnung, aber ich kann dir nur sagen, es juckt so schrecklich. Ich habe einen Juckreiz, der ist ganz fürchterlich. Ja, es ist zum Aus der Haut fahren. Ja? Wir können wunderbar an der Sprache, die deutsche Sprache ist da toll. Immer entlang denken, aus der Haut fahren. Du willst aus deiner Haut raus. Wo ist sie dir denn zu eng geworden? Wo passt sie nicht mehr? Wo hast du dich in einer Hülle festgehalten, die aber eigentlich dir nicht entspricht? Wo willst du sie verändern? Das sind solche Fragen, die man sich dann gut stellen kann. Finde ich total spannend, weil im Endeffekt kommt es ja auf zwei Dinge an. Auf der einen Seite lassen wir zu viel von draußen heran und lassen unsere Haut dadurch, man könnte sagen, immer dünner werden, unsere Grenze sozusagen immer dünner werden. Auf der anderen Seite lassen wir aber auch Dinge, die wir eigentlich mal rauslassen sollten, unsere Träume, Dinge, wie wir wirklich sein sollten und so weiter und so fort, einfach nicht aus uns heraus. Ja. Also das kann irgendwie, das hat irgendwie zwei Richtungen, richtig? Ja, das ist wieder genau das sich zurücknehmen. Ne? Anstatt zu sagen, schau mal, wir reden jetzt von Bedürfnissen. Ganz viele Menschen können auf die Frage, die ich immer ganz am Anfang im Coaching stelle, was sind denn deine tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte, können nicht antworten, sie wissen es nicht. Und das ist natürlich erstmal eine Erkenntnis, was, ich weiß gar nicht, was brauche ich? Was würde mich denn so richtig nähren? Was würde mich zum Blühen bringen? Was würde mich morgens so aufstehen lassen, dass ich sage, boah, das wird bestimmt ein toller Tag. Ja? Das wissen ganz viele gar nicht. Also müssen wir erstmal herausfinden, was sind denn diese Bedürfnisse, die verschüttet sind. Weil nie einer danach gefragt hat. Weil nie einer ermutigt hat, du darfst dir Gedanken darüber machen, was dir gut tut. Und du darfst auch dafür sorgen, dass du das bekommst. Und damit bist du noch lange nicht egoistisch, gehst über Leichen und wirst zum Ego-Schwein. Das sind so Sachen, die man dann hört, ja? Ja. Im Gegenteil, ich halte es sogar für unsere Verpflichtung, weil wo deine Gaben sind, sind auch deine Aufgaben, sage ich immer. Und die Hochsensibilität ist eine wunderbare Gabe. Die Hochsensitivität ist eine wunderbare Gabe. Kann beruflich genutzt werden. Du kannst, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass diese Gaben natürlich für meine berufliche Tätigkeit fantastisch sind. Das Gleiche gilt natürlich bei so Begabungsformen wie Riechen und Schmecken. Da bist du ein toller Koch. Ja, du kannst bei bestimmten, oder Sommelier oder was weiß ich, Barista, was da so alles gibt. Ja, es gibt überall Plätze auf der Welt, wo dein Platz ist mit deiner Begabung. Und sich diesen Plätzen zuzuwenden, ist eine tolle, tolle Aufgabe. Ist die Lebensaufgabe. Auf jeden Fall. Wie kann man denn das jetzt testen? Wie kann man herausfinden, ob man zu solchen besonderen Wahrnehmungen neigt oder über sie verfügt? Ich bin ganz sicher, dass jeder, der jetzt zuschaut, schon alleine bei dem, was ich bisher beschrieben habe, entweder sagt, nö, kenne ich nicht. Oder sagt, ja, logisch, kenne ich auch. Ja, das sind Kriterien. Es gibt überhaupt keine Tests, weil es ist ja, guck mal, es ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit, es ist eine Begabungsform wie
Es gibt Menschen, die haben Adleraugen, sagt man. Die können so toll sehen. Ja, die nehmen sehr viel wahr. Und dann gibt es Menschen, die sind 2 Meter groß. Das gehört zu ihrer Persönlichkeit. Die haben gelernt, ihr Leben darauf einzurichten. Ne, die werden nicht in einem Kleinwagen so gut durch die Gegend fahren können und die Klamotten von der Stange ist auch nicht so einfach. Man richtet sein Leben danach ein. Und so ist das mit den Hoch-X-Themen auch. Ich richte mein Leben danach ein, sodass ich förderlich leben kann damit. Und dass ich mich nicht vergewaltige, indem ich irgendwie versuche, anders zu sein. Aus einem introvertierten Menschen solltest du nie versuchen, einen extrovertierten Menschen zu machen. Es wird nicht gehen. Du wirst aus einem scheuen Reh nie einen Tiger machen. Das versuchen aber ganz viele Menschen mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie verneinen Anteile ihrer Seelenqualität und ihrer Gaben und ihrer Talente und vergeuden sie. Und das ist meiner Meinung nach, es ist wirklich die Aufgabe des Lebens, diese Talente zu leben. Lass uns mal nochmal darüber reden, wie man dann letztendlich auch zu mehr Klarheit über sein Inneres sozusagen gelangt. Also viele Menschen fühlen sich ja unwohl irgendwie, gerade wenn man unter Hautbeschwerden leidet, wissen aber auch nicht genau, welche konkreten Ungleichgewichte, Disbalancen sozusagen im Körper bestehen. Wie erkennt man jetzt die Probleme, die Herausforderungen im Körper oder für sich selbst, wie kann man das analysieren? Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die ganzen medizinischen Themen abgearbeitet sind. Also ob du irgendwelche Elektrolytenmangel hast, Vitaminmangel, Enzyme fehlen und all sowas. Oder das Gegenteil davon, eine Bleibelastung, eine Arsenbelastung und sonstiges ist. Ne? Wir reden nur von Zahnfüllungen, Amalgam gibt es ja immer noch in vielen Zähnen. Alles das kann dazu führen, dass die Haut reagiert. Ja? Das nächste ist der Hormonstatus. Sollten wir auch davon ausgehen, dass das alles abgecheckt ist. So, jetzt ist das alles im Normalbereich. Dann kannst du versuchen zu schauen, wo bin ich denn im Ungleichgewicht in dem, wie mein Leben abläuft. Gehe ich gerne zu meiner Arbeit? Habe ich die Menschen um mich herum in der Wahlfamilie? Wir können gegen die Herkunftsfamilie können wir nichts tun, ja. Die haben wir geschenkt gekriegt, ja. Da haben wir aber die Wahl, wie oft und mit welchen Menschen wir uns wirklich beschäftigen. Die Wahlfamilie heißt deswegen so, weil ich sie wähle, mein Freundeskreis. Die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. Und es gibt diesen schönen Satz, der ist hart, aber er ist wahr. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn du also Menschen in deiner Umgebung hast, die Energieräuber, Energievampire sind, kraftraubend und ja, dann färbt das auf dich ab. Du kannst es nicht verhindern. Sind es Bedenkenträger, sind es die Kritiker, sind es die ewigen Zweifler, es färbt ab. Du kannst es nicht verhindern. Sind es Menschen, die dich ermutigen, die großen Erlauber sind, die stolz sind auf dich, als Eltern zum Beispiel, sagen, boah, toll, wie du das machst, klasse, ja. Kommt dir Liebe entgegen, erlebst du Zärtlichkeit, hast du das Gefühl, verbunden sein, positiv verbunden zu sein mit Menschen, ja, dann färbt auch das auf dich ab. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich zu überlegen, was sind die 5 Menschen, wie sind die, wie, schreib das mal auf, ja, Name und dann die wesentlichen Eigenschaften in der Kommunikation, im Sein, im Handeln, nicht nur im Quatschen, ja, also wie tun die Leute, ne? Es gibt Leute, die erzählen etwas und handeln aber ganz anders, wie sind sie, und dann überleg dir, wow, willst du, dass diese Einflüsse auf dich einwirken, bei den positiven Menschen, super, weitermachen, mehr davon, ja. Bei den negativen Menschen überlegen, wie kannst du Distanz schaffen. Zeitliche und räumliche Distanz, sie weniger häufig und weniger nah in deinem Leben zu haben. Das haben wir die Wahl. Ja. Welche Lösungsmöglichkeiten ergeben sich jetzt auch noch daraus? Also wir wissen jetzt zum Beispiel, welche Menschen uns nicht gut tun, wo die Probleme liegen, auch im Umfeld. Wie können wir jetzt ja, allgemein so, die Lösung ist jetzt schon so ein bisschen darauf eingegangen, was wir machen können, wenn wir herausgefunden haben, okay, jene Menschen beeinflussen mich jetzt vielleicht nicht so positiv in meinem Handeln, in meinem Leben. Es gibt aber bestimmt noch viele andere Probleme und Herausforderungen. Also zum Beispiel Ängste und Selbstzweifel. Wie können wir Ängste und Selbstzweifel loswerden oder sie reduzieren? Okay, das eine sind die Menschen, die mit denen du zusammen bist, sind die externen Bedingungen. Ne? Da haben wir jetzt schon ein bisschen was drüber erzählt.
Und auch die internen Bedingungen, die Selbstzweifel, der ewige Kritiker, hat genauso starken Einfluss. Der entsteht aber zu 99% durch Erfahrungen von vorher. Und zwar durch andere Menschen. Kein Kind entwickelt Selbstzweifel, wenn man dem nicht permanent gesagt hat, ob das jetzt gut geht. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Du tust dir bestimmt gleich weh. Du kannst dich doch nicht. Würdest du mal bitte die rechte Hand geben, dir das gute Händchen? Wie heißt das Zauberwort? Danke, bitte. Ja, so funktioniert Konditionierung. Ja? Und das Kind, dem du ewig gesagt hast, was es alles nicht kann, ja? Und wo es sich mal zurücknehmen soll und oh, das schaffst du bestimmt nicht. Und ne, das, da wächst der Selbstzweifel. So, bei beiden internen und externen zerstörerischen, destruktiven Einflüssen gibt es ein riesiges Zauberwort. Und das ist besonders für Menschen mit Hauterkrankungen super wichtig. Das ist die Selbstfürsorge. Sich Selbstliebe entgegenzubringen. Sich selbst nicht schlechter, sondern deutlich besser zu behandeln als der beste Mensch oder der wichtigste Mensch in seinem eigenen Leben. Die meisten Menschen tun sich Sachen an, gedanklich, ja, das würden sie ihrer besten Freundin nie sagen, wo sie sich selber runterziehen, wo sie sich selber klein machen, wo sie sich selber beschimpfen, bis hin zur Selbsterniedrigung, wirklich. Und wenn wir lernen, nee, Moment mal, ist das wirklich wahr? Erster Gedanke, ist das wirklich wahr, was ich gerade über mich gedacht habe? Ist es wirklich wahr, was ich glaube, was ich alles nicht kann? Ist es wirklich wahr, dass man das so und so nicht macht? Und dann überlegt ihr, Moment mal, okay, es gibt ja noch Alternativen. Dann fängt das Leben an, sich zu verändern. Mhm. Und dann setzt auch Heilung ein, ja? Die Heilung ist ganz klar immer mit ich und außen, das ist meine Haut. Also zu schauen, wo mache ich zu viele faule Kompromisse? Und was bin ich nicht mehr bereit einzugehen, wenn ich selbstfürsorglich mit mir umgehe? Also auch zärtlich, ja. Wisst ihr, manche Menschen, wisst ihr, wie die sich eincremen? Hast du das mal gesehen? Ich kann es mir vorstellen, ja. Die patschen sich irgendwas hin, dann wird das ja so ein bisschen wie Sportcremen, ja. Und dann werde ich nie vergessen, das war so ungefähr, warte mal, meine Tochter war 7. Es gibt ein Foto von der Geschichte, wie die sich Sonnencreme eincremte. Das war so richtig genüsslich und von oben nach unten und sie stand in der Sonne, die da schon auf ihr war und sie cremte sich ein und es war so richtig liebevoll. Die mochte das richtig gerne, ja. Und mit so einer kindlichen Haltung, sich um sich selbst zu kümmern, wie als wenn ich noch ein Kind wäre. Ein Kind lässt du nicht einfach so raus in die Sonne gehen, sondern du cremst es ein, ja. Und wie diese Art und Weise, liebevoll mit einem Kind umzugehen für sich selbst anzuwenden. Im Gedanken, im Tun. Übrigens, Ernährung gehört übrigens genauso dazu. Dürfen wir bitte nicht vergessen, gerade bei hochsensiblen Menschen. Ne? Aber ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der Verdauungstrakt ist auch oft sehr sensibel. Mhm. Ja, und soll ich da gerade weitermachen? Mach gern, klar. Ja, du bist, was du isst. So einfach ist das. Und ich habe sehr, sehr, sehr viele tolle Ergebnisse bei Hauterkrankungen gehabt durch erstmals Fasten, also eine längere Fastenperiode, wir reden von 14 Tagen, und dann Stück für Stück einzelne Nahrungsmittel dazu nehmen. Und dann schauen, wie verändert sich das. Sehr viele Hochsensible haben auch Nahrungsmittelallergien, vor allen Dingen Laktose und Gluten. Und dann zu schauen, wie verändert sich das, wenn ich ohne beides lebe. Und da gehen sehr, sehr viele Hauterkrankungen schon mal von ganz alleine weg. Muss gar nichts mehr weiter tun. Weil das ist Selbstfürsorge. Ne? Was lasse ich rein in mich? Ne? Dann hat auch dein gesamter Körper und Organismus weniger zu arbeiten damit. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ja auch so, wenn Menschen unter zu speziellen Begabungen neigen, eine sehr hohe Auffassungsgabe haben, sehr, sehr stark wahrnehmen, führt das natürlich auch zu so einer kleinen Unruhe im Inneren relativ schnell. Ja, wenn wir viel aus dem Äußeren aufnehmen können, dann werden wir auch schnell unruhig. Wir haben nur Unruhe in unserem Inneren. Wie können wir dafür sorgen, dass wir wieder mehr Harmonie, wieder mehr inneren Frieden haben? Ja, das ist ein ganz tolles Stichwort. Danke dafür. Das ist die Notwendigkeit, Rückzugsmöglichkeiten zu haben. Zeit für sich alleine, raus in die Natur. Aus der Resilienzforschung kennen wir das, dass der Zugang zur Natur, Stille, Wald, Grün, ja, Weite,
auch mehr, das kennen wir alle, ne, wie wir uns fühlen, wenn wir in die Berge gehen oder ans Meer gehen oder im Wald sind, ja, wie viel Kraft wir daraus schöpfen können. Es gibt sehr schöne Untersuchungen mittlerweile. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite ist tatsächlich die immer und noch immer nicht genug erwähnte und gelobte Achtsamkeit und Meditationsübung. Also immer wieder sich zentrieren in sich selbst, schauen, wie komme ich wieder in meine Mitte, wie kann ich die Reize leichter durchfließen lassen oder abprallen lassen, wo habe ich mich heute noch nicht liebevoll genug behandelt, wo habe ich noch Möglichkeiten, Stille für mich zu haben. Ja? Kann ich eine Tür zumachen, da, dort, wo ich wohne? Werde ich dann gleich und erschüttert von der U-Bahn, auf der ich wohne? Oder höre ich das Gebrüll des Nachbarn oder die Klocks, die Holzklocks, die über mir rumlaufen? Alles das, also die Wohnsituation, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Hoch-X-Menschen. Kann ich da wirklich abschalten? Kann ich da wirklich my home is my castle leben? Ja, sehr, sehr wichtige Punkte auf jeden Fall. Und jetzt kommt es natürlich letztendlich trotzdem immer darauf an, welche Entscheidungen man trifft. Ja, gerade wenn man den Lebensstil verändern will, Wohnsituation verändern will und so weiter und so fort, ja, steht und fällt alles mit den Entscheidungen, die man trifft. Ja. Wie kann man denn jetzt gute Entscheidungen treffen, zum Beispiel bezüglich der Veränderung des Lebensstils, der Gesundheit, aller Sachen, die letztendlich auch der Haut förderlich sind? Ja, da gibt es ein wunderbares Mittel. Und das erste ist zu erkennen, dass nicht alles, was der Verstand sagt, richtig ist. Der Verstand ist ja das, was so konditioniert ist. Der Verstand ist das, was erzogen ist, was trainiert ist, was antrainiert von außen erstmal gezeigt wurde. Wir haben aber eine innere Instanz, die sehr genau weiß, was uns gut tut. Und das ist die Intuition. Und je mehr wir lernen, auf unsere Intuition zu hören, umso besser wird es. Unsere Intuition weiß, tut mir der Kaffee jetzt noch gut? Muss ich Zigaretten rauchen? Will ich Alkohol trinken? Welche Lebensmittel tun mir gut? Ne? Manchmal habe ich zum Beispiel das Gefühl, bestimmte Farben zu essen. Hört sich spooky an, ist aber so. Dann möchte ich grün, gelb oder rot essen. Ja. Auch da auf sich zu hören, was ist das, was mein Signal, mein ganzes System wie so ein Seismograph mir meldet, was tut mir gut? Oder auch wirklich zu sagen, wann gehe ich übrigens, die Medien, ne? Medien führen oft zu dieser Reizüberflutung, über die wir ja auch sprechen, weil wir dadurch permanent unter Stress stehen. Wer ist in der Lage, noch sein Handy auszuschalten auf Nachtmodus zwischen 22 und 8 Uhr, sodass nichts ankommt, gar nichts? Ja? Wer hat sein Handy neben dem Bett liegen? Die Strahlungen. Wer hat permanent Radio oder Fernseher laufen? Wer hat überhaupt einen Fernseher? Wer auf das achtet, was einem gut tut, kann eigentlich kaum einen Fernseher haben. Nachrichten sehen, Zeitungen und so weiter. Ja. Das ganze destruktive Zeug. Und das heißt, unter Umständen, das wirst du jetzt gemerkt haben an dieser Aufzählung, wir hatten es mit der Ernährung, wir hatten es mit den Menschen, wir haben noch nicht über Job, hängt aber dran, ne, mit Menschen und Umgebung. Wir hatten es mit den Medien. Es kann passieren, wenn du gesund werden willst, wenn du eine zarte, feine Babyhaut haben willst, dass du dein Leben komplett über den Haufen schmeißen musst. Du musst wirklich in die Transformationskraft reingehen. Du musst wirklich Veränderung wollen. Die allermeisten Menschen, die ich aber erlebe, die leiden richtig doll. Und die habe ich übrigens heute in einem Newsletter geschrieben, haben 1000 Gründe, warum sie alles das beim Alten belassen, was ist. Ja, dann sei weiter krank. Wenn Leiden heißt immer Veränderung, das ist ein Hinweis, das ist die rote Signalflagge, die da weht, die heißt Schmerz, Beschwerden, egal wo, muss ja jetzt nicht Haut sein, kann alles sein, ja, heißt immer, das System ist nicht in Ordnung. Und das System heißt hier Körpersystem, bevor es aber zum Somatisieren kommt, hat die Seele gelitten. Und hat man gegen die eigene Persönlichkeit gelebt. Jetzt schließt sich der Kreis, ja. Wenn du das verändern willst, dann kann das bedeuten, dass du richtig große Veränderungsschräubchen in deinem Leben drehen musst. Und das fragt dich, ob du das wirklich willst. Manchmal ist es ja, aber so schlimm ist es nicht mit meiner Haut, dann bleibe ich lieber beim Alten. Es ist, das Doofe ist, wenn du anfängst, dich dieser Lebenskraft hinzugeben, der Körper strebt immer nach Heilung. Das ist ein Naturgesetz, Homöostase. Der Körper versucht immer, nach Heilung zu streben, von allein. Wir dürfen dem bloß nicht länger im Weg stehen. Das ist es.
Wir müssen aufhören, unsere Heilung zu verhindern. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir müssen aufhören, unsere Heilung zu verhindern und dieser Heilung im Weg zu stehen. Dann kann das bedeuten, dass du in diesen Transformationsprozess hineingehst und dann kann es heißen, dass du irgendwann mal sagst, boah, ja, das ist aber jetzt anstrengend. Ja, ist erstmal anstrengend. Aber das Doofe ist an der ganzen Geschichte und gleichzeitig ist es das Gute, du kannst nicht mehr sagen, ich wäre lieber dümmer gewesen. Ne? Das hat was mit Dümmersein zu tun. Du willst wieder zurück, ich wäre doch wieder, oh, als ich das alles noch nicht bewusst gemacht habe, bewusst entschieden habe. Ja, das ist so. Das Schöne ist aber, wenn man lernt, sich dem hinzugeben und diese Kraft, diese Transformationskraft nutzt, wird das Leben immer besser. Nie schlechter, nie. Es wird immer besser. Super. Super. Und jetzt habe ich auch schon in der Einleitung gesagt, dass du auch schon einige Krisen im Leben hattest. Viele von denen, die hier zuschauen, werden wahrscheinlich schon einige Krisen gehabt haben. Allein durch die Hautbeschwerden, die sie haben. Vielleicht aber auch andere Dinge. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die gerade zuschauen, die gar nicht so dolle Hautbeschwerden haben, sich trotzdem in einigen Dingen wiedersehen und wiederfinden. Um das jetzt mal abzuschließen, dieses Thema der Lösungsmöglichkeiten. Wie kann man jetzt auch aus einer eigenen Krise, aus einer Lebenskrise, aus einer Krise, die durch eine Hautbeschwerde, was auch immer ausgelöst wurde, wie kann man das bewältigen? Vielleicht helfen nur ein paar Fragen erstmal. Die erste Frage ist, was wäre, wenn ich es nicht nur als negativen Einfluss oder gerade Gefühl empfinde, sondern was wäre, wenn es einen Sinn gibt? Worin könnte dieser Sinn liegen? Was würde geschehen, wenn ich mich dieser Veränderung einfach mal hingebe? Wenn ich der nicht mehr im Weg stehe? Was ist das Schlimmste? Ne? Worst-Case-Szenario. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Sich also wirklich dem stellen, was da ist. Dann welchen Preis bezahle ich dafür, wenn ich da bleibe, wo ich bin, mit Beschwerden, mit egal was? Und welchen Preis bezahle ich für eine Veränderung? Wir tun es in jedem Fall. Alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen im Leben, kostet einen Preis. Keine Entscheidung zu treffen, kostet auch einen Preis. Und sich dann zu fragen, welchen Preis möchte ich gerne bezahlen? Weil, ja, ich weiß ja noch nicht, welche große Überraschung da kommt danach. Ne? Wenn ihr euch jetzt ein ganz einfacher Tipp mal zurückorientiert in eurem Leben. Wo war eine Veränderung angesagt und ihr konntet erst im Nachhinein verstehen, wofür es gut war? Sprich, erste Frage, die ich jetzt gesagt habe, was ist der Sinn darin gewesen? Und Søren Kierkegaard hat es immer so schön gesagt, dieser Philosoph, du kannst dein Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Und wenn wir lernen, dieses Verstehen zu kultivieren, indem wir sagen, okay, ich mache erstmal eine Bestandsaufnahme, was war denn alles schon an schrecklicher Krise in meinem Leben und was hat es mir gebracht? Ich bin jedes Mal stärker geworden, ich habe immer mehr erkannt, was ich konnte, ohne es zu wissen, dass ich es kann. Ja, wir wachsen an den Herausforderungen und auf diese Art und Weise kriegst du eine innere Veränderung in der Haltung zu Krisen hin. Und das, was erstmal krisenhaft aussah, kriegt vielleicht einfach nur den Reiz des Neuen. Ja, ich habe dazu auch auf deiner Website ein super schönes Zitat gefunden. Du willst dein Leben ändern, nutze die Kraft deiner inneren Bilder. Ja. Ja, wie geht das? Das ist ganz spannend, weil gerade heute Abend habe ich ein Webinar genau zu dem Thema. Ja, das ist das Manifestieren, die inneren Bilder. Es gibt Menschen, gibt es einen schönen Begriff dafür, das sind die Schwarzseher. Kennst du, ne? Die sehen alles schwarz. Also die malen sich aus, was schiefgehen kann. Also wir machen ein konkretes Beispiel, geht es immer am leichtesten. Mein Chef hat zu mir gesagt, ich soll morgen mal zu ihm kommen. Ich komme nach Hause, denke, boah, was will der nur von mir? Ganz schrecklich. Also wahrscheinlich, boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, neulich habe ich da mal irgendein Dokument verschlampt und da war ich nicht schnell genug. Es wird ganz schrecklich werden. Und vielleicht fange ich dann an zu stottern und krieg rote Wangen. Und das wird sicher, vielleicht, die haben ja auch von Entlassung gesprochen. Vermutlich, wahrscheinlich werde ich entlassen, ja. Also, du kannst dir vorstellen, wie die Nacht und der Tag für diesen Menschen ist, wenn der zu seinem Chef geht, ja. Dann gibt es andere Menschen, die sagen, boah, der hat mich da hingerufen, pass mal auf. Ich glaube, ich habe gehört, da gibt es ein neues Projekt. Vielleicht will er mich dafür haben.
könnte eigentlich auch mal sein, dass es eine Beförderung ist. Überhaupt, wenn ich mal dabei bin und habe den im Gespräch, ich frage mal nach einer Gehaltserhöhung. Ja? Also das sind diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Was will ich damit noch sagen? Beispiel, was haben wir noch? Die Kraft der inneren Bilder nutzen. Die Kraft der inneren Bilder. So, jetzt bist du ein Mensch von der ersten Sorte. Ist klar, welche inneren Bilder sind in dir wirksam und was glaubst du, wie wird das Gespräch mit dem Chef sein? Eine Frage an mich? Mhm. Tja, ich meine, ist natürlich relativ schwierig, dass jetzt noch ein gutes Gespräch wird, weil ich ja auch schon irgendwie gedrückt in das Gespräch reingehe, schon genau. mit der Erwartung reingehe, dass es ja schlecht laufen kann. Mhm. Genau. Und der zweite Mensch, wie sieht es bei dem aus? Natürlich viel, viel besser auf jeden Fall, weil man schon mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein reingeht und so weiter und so fort. Und selbst wenn, natürlich, wenn der Chef jetzt auf der einen Seite sowieso super positiv ist, dann läuft es wahrscheinlich sowieso positiv. Aber wenn es so eine 50-50-Situation ist, ist der zweite Mensch natürlich auf jeden Fall viel besser dran. Ja. So. Und was haben beide gemacht? Nichts anderes. Die Fakten sind gleich geblieben. Ja? Der Chef hat gesagt, morgen um 10 Uhr kommst du zu mir. Beide haben unwahrscheinlich viele innere Bilder gehabt. Beide haben sich Gedanken gemacht. Beide haben sich vorgestellt, wie es sein wird. Und diese eigene Vorstellung, die eigene Kraft der Gedanken gestaltet unser Leben. An diesem Beispiel kannst du es ganz, und du hast es wunderbar beschrieben, kannst es wunderbar erklären, wie wahrscheinlich ist es das, was geschieht. So, jetzt nutzen wir das mal ganz bewusst. Ganz bewusst. Und zwar auch gegen unsere automatische Konditionierung. Na, also wenn wir so werden wollen, wie wir gemeint sind, dann pass auf, ich will mal nicht mehr das denken, was meine Mutter hat immer gesagt, ach komm, das wird doch eh nichts, lass mal bleiben. Ja? Ja, so, das will ich jetzt nicht. Ich nutze das jetzt ganz bewusst. Okay, pass auf, eigentlich würde ich jetzt denken, das wird wahrscheinlich ein schreckliches Gespräch. Und überhaupt bei der Tante, oh, Entschuldigung, bei der Kollegin vorne dran, ist das so und so gelaufen. Nein, pass auf, mache ich nicht. Ich überlege mir jetzt mal, was ziehe ich eigentlich morgen an? Wo fühle ich mich denn besonders gut drin? Welches Kleidungsstück? Okay, ziehe ich das an. Ja. Und dann, warte mal, ich mache mir auch ein Luxusfrühstück. Ich hole mir ein Croissant und dann, was mir so, ja, ich mache mir ein gutes. Und dann bin ich natürlich auf keinen Fall gehetzt und ich bewaffne mich mit Munition für das Gespräch. Ich überlege, was habe ich alles für gute Sachen in letzter Zeit gemacht. Ich mache eine Liste mit Stichworten und wenn er mich dann fragt danach oder auch wenn er mich nicht fragt, ich sage es ihm. Du machst dir die absolut bewusste Vorstellung davon, wie du es gerne hättest. Ja, nicht nur die Bedenkenträgerei, sondern auch, oder bei dem zweiten Fall, sondern auch die Vorstellung, wie man sich wünscht, sondern ganz bewusst gestalten. Und dann kannst du dir auch Gedanken machen, dann kommt von dem Mann vielleicht dieses Argument, was könnte meine Antwort sein? Aha, du hast es bereits vorweggenommen. Und das gibt eine maßlose Kraft, weil du hast ja praktisch eine Probe gehabt, das ist wie eine Generalprobe. Mhm. Und an diesem... Könnte ein Krisengespräch sein, aber du weißt es nicht. Und du kannst auch sagen, vielleicht wird es ein Beförderungsgespräch. Es ist deine innere Haltung, die das gestaltet. Und diese Kraft der inneren Gedanken können wir auf alles, wir kennen das zum Beispiel aus dem Bereich des Mentaltrainings beim Sport. Na, im Tennis wird 1000-mal der Aufschlag gedacht, bevor er gemacht wird. Und das kannst du jetzt endlos weiterführen, ja. Also das, wie du es vorwegnimmst über deine mentale Einstellung, wird das Ereignis verändern. Und zwar, wenn du es in deiner Richtung positiv denkst, auch in eine positive Realität. Mhm. Jetzt setz es um auf die Heilung. Stell dir vor, wie dein Leben ist, damit du ganz heil und glücklich bist. Damit du in deiner Kraft bist, damit du in deiner Stärke bist, damit Menschen in deiner Umgebung sind, boah, das ist so schön. Die Wohnumgebung, okay, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, ja? Schau dir das an. Ich hatte meine Frau, ganz anderes Thema, die hatte massive Schlafstörungen. Die habe ich nur mal gefragt, wie ihr Schlafzimmer aussieht. Ach, das ist eigentlich unsere Rumpelkammer. Es wird ja eh so selten benutzt. Wenn, haben wir die Augen zu. Das war ihr Argument, ja? Und es ist dunkel. Dann hat sie ihr Schlafzimmer verändert, inklusive Malen, Farben, Ausmisten, Bett umstellen, Fenster, Uhr und all sowas. Ja. Und hatte auf einmal keine Schlafstörung mehr, 20 Jahre lang.
Gibt's alles. Wahnsinn. Ja. Jetzt noch ein letztes Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde, nämlich Spiritualität. Mhm. Das ist ein Thema, auf das ich auch selbst auf dem Weg meiner Entwicklung, auf dem Weg, auf dem ich meine Hautbeschwerde auch in den Griff bekommen habe, immer mehr darauf gestoßen bin und auch immer mehr für mich entdeckt habe. Und ich glaube, gerade wenn man aus Krisen gestärkt hervorgeht, entdeckt man dieses Thema immer mehr für sich. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht erstmal sagst, was Spiritualität eigentlich ist, weil die meisten Leute verstehen da ja ganz falsche Sachen drunter und denken da nur an Esoterik und so weiter und so fort. Mhm. Und wie man vielleicht auch den Zugang dazu findet. Also ich unterscheide Esoterik und Spiritualität sehr deutlich. Spiritualität heißt für mich erstmal, dass es ein Element im Leben gibt, was jenseits des Physischen ist. Ne? Also hier, Tisch kann ich anfassen. Dass es eine geistige Welt gibt, eine metaphysische Ebene, Meta über das Physische hinausgehende. Und was das sein kann, ne, das kann bei Menschen, ist das unter Umständen ein Glaube, ne, das ist aber vor allen Dingen, und das ist das Hauptthema, egal welcher Glaubensrichtung, Konfession und so weiter du anhörst, ist die Sinnhaftigkeit des Lebens zu finden und die Suche. Und vor allen Dingen, wenn Menschen jetzt alles, nehmen wir an, sie sind gesund, sie haben einen Job, sie haben eine Familie, alles passt ja. Und ganz viele sind dann immer noch voller Sehnsucht und haben immer noch nicht verstanden, ja, wofür lebe ich? Wofür bin ich da? Sie haben ihren Lebenssinn, ihre Berufung noch nicht gefunden. Und dazu hilft die Spiritualität. Die Spiritualität ist dieses Schauen, was ist das Element Körper, Geist und Seele muss in Einklang sein, ne? Diese Trinität. Körper, ne? Haben wir schon gesprochen, Geist und Seele. Dieses Element, was jenseits des Alltags ist. Und Esoterik ist für mich die Kommerzvariante der Spiritualität. Ja? Ich muss ein Wässerchen nehmen, ein Steinchen und irgendwas pendeln und Karten legen und bla 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 bla. Und dann sagt mir jemand, was ich zu machen habe. Na, Spiritualität ist für mich sehr bodenständig und sehr unabhängig, sehr befreiend und ganz bestimmt nicht im Sinne von Abhängigkeit einer Lehre, eines Dogmas, einer Schule, eines Gurus und so weiter. Mhm. Und sehr viel, ich meine, kennen wir aus allen Kulturen, ist der Rückzug in die Stille, ne? Das Kontemplieren, das Meditieren, das gibt es in wirklich allen Konfessionen und da gibt es einen Grund dafür, weil wenn ich mich mehr in mich selber versenke, werde ich unabhängiger vom Außen. Auf jeden Fall. Wie kann man jetzt die Brücke zwischen Alltag und Spiritualität schlagen? Ah, das Bridging. Ja, mein Lieblingsthema. Viele Menschen sagen ja immer, habe ich keine Zeit dafür, mich hinzusetzen und zu meditieren. Sorry, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Wir haben alle 8760 Stunden im Jahr. Das heißt, wir dürfen alle sehen, wie wir unsere Zeit verteilen. Und man müsste weniger Fernsehen, dann könnte man ein bisschen mehr meditieren. Man könnte raus in die Natur. Wir könnten einfach schauen, wie wollen wir uns entscheiden für unsere Heilung und welchen Preis sind wir dazu bereit zu zahlen. Ja, und es geht wieder um den Preis. Wenn ich Spiritualität ersehne dann, oder merke, ich bin noch nicht zu Hause, da fehlt noch was, was kannst du dafür tun? Dich in dich versenken und spüren, nachfühlen. Was ist das, was dir noch fehlt? Warum bist du da? Wer bist du wirklich? Und nicht das, was man dir gesagt hat, wer du bist. Wer bist du wirklich? Das ist die zentrale Frage in der Spiritualität. Und wenn du diese Frage für dich beantworten kannst, dann bist du angekommen zu Hause. Mhm. Anne, vielen Dank für das tolle Interview und vielen Dank auch nochmal für die tolle Motivation jetzt am Ende und wie man tatsächlich auch die Brücke schlagen kann zwischen eben diesem normalen Alltag, in dem wir alle leben, und diesen Dingen, die wir da aber trotzdem noch machen können und trotzdem noch schaffen können, obwohl wir eben denken, wir haben zu wenig Zeit und können es irgendwie nicht schaffen. Ja, danke dafür. Sag auch gerne noch was zu dir. Wo kann man dich finden? Was bietest du noch an? Wir werden das auf jeden Fall hier unter dem Video verlinken. Ja, einfach auf der Website schauen. www.open-mind-akademie.de. Da gibt es alle News und wer die aktuellen News wissen will, einfach ein Newsletter abonnieren. Da haben wir dann immer irgendwelche besonderen Aktionen oder Informationen, wie zum Beispiel auf Online-Kongressen. Super, super cool. Würdest du zum Ende nochmal ganz kurz die Zuschauer motivieren, sich eben für diese vielleicht
auch manchmal ungewöhnlich erscheinende Methoden oder Dinge, die wir jetzt gerade im Interview besprochen haben, ja, diese einfach mal auszuprobieren. Eine ganz kurze Inspiration, Motivation. Gerne. Ganz einfach. Erinnere dich mal daran, wie du als Kind Neues entdeckt hast. Werde wieder zum Kind. Sei mal neugierig, sei chronisch neugierig, sei unverschämt. Im Sinne von nicht schämen für, auszuprobieren, neugierig zu sein, unbequem zu sein, think big, groß zu denken, mehr zu wollen. Trau dich, ermutige dich selbst, gib dir die Erlaubnis, alles das zu tun. Dann wird sich das Leben immer sehr, sehr schnell und wirklich leicht auch verändern, weil du wehrst dich nicht mehr gegen das, was das Leben sowieso will. Super, super schön, super inspirierend, super motivierend. Danke dir für das tolle Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, war auch für mich wieder sehr inspirierend und auch kraftgebend. Ja, danke dir dafür. Gerne, Philipp. Auf bald. Tschüss. Danke und auch an dich, lieber Zuschauer, danke, dass du zugeschaut hast. Ich denke, dich hat es auch motiviert, dich hat es inspiriert, jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge gegeben, was vielleicht dann doch noch für deine Hauptbeschwerde eine Rolle spielt. Vielleicht hast du auch gar keine Hauptbeschwerde, vielleicht fühlst du dich einfach nur unwohl und hast jetzt ein paar Ansätze entdeckt und ja, für dich einfach herausgefunden, okay, da gibt es noch Dinge, an denen ich arbeiten kann. Deswegen, ja, geh einfach die ersten Schritte, wie Anne gerade gesagt hat, erinnere dich daran, wie es als Kind war und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Interview wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.